Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum SC Paderborn und zur My Journey-Karriere mit den FM23 von FM Soccer. Ja, wir sind eigentlich ziemlich gut dabei, ne? Nach ungefähr 7 Spielen haben wir 13 Punkte, sind im Mittelfeld der Liga. Ich würde gerne natürlich um den Aufstieg mitspielen, aber es wäre auch einerseits zu früh. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, nur das Einzige, was mir fehlt, ist Tore. Wir stehen nämlich in der unteren Hälfte der Tore, aber in der oberen Hälfte der Gegentore. Da sind wir auf Platz 5 und da soll sich auf jeden Fall etwas ändern. Wir haben auch ein paar gute Nachrichten, weil ich gerade diese Woche hier vom Montag auf Karlsruhe vorsimuliert habe. Jannik Huth und Jannes Heuer unterschreiben neue Verträge und bleiben uns daher erhalten. Das ist schon mal sehr nice. Wir haben halt immer noch ein bisschen Geld. Ich glaube, aktuell kommt nichts zu uns, nein. Ich bin mehr als zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben Mbule, ja, der ist jetzt momentan wieder einigermaßen unterwegs fit zu sein. Leipatz nicht, Obermeier kommt mit, der ist gute Form. Ansgar Knauf, Obermeier darf sogar starten, weil Ansgar Knauf einfach nicht im Game ist. Und Platte geht rein für Brunner. Dann tauschen wir das wieder mal mit Tachi, weil die beide eine Elferform haben. Dann haben wir über links... Die 12, Förster, ja, das bleibt alles so. Wir können aber nochmal generell auf dem Transfermarkt schauen nach ablösefreie Spieler, welche da noch auf dem Markt wären, ob wir da noch irgendwie einen hätten, der uns weiterbringen könnte. Und da sehe ich auf jeden Fall hier schon mal eine, welche. Wir gehen aber direkt so und machen die 71, würde ich sagen, nur realistische Transfers und vereinslos. Und da haben wir nur 2 Stück und die wären älter. Wenn ich auf die 70er gehe und die Bekanntheit voll mache, wäre da was? Nein. Bekanntheit runter. Gibt es da noch was? Ja, da gibt es einige halt, ne? Was ist denn das Jüngste? Ja, da sind ein paar wirklich bei, wo man sagen könnte, okay, nice, damit kann man arbeiten. Aber nicht irgendwie, wo wir sagen müssen, das brauchen wir unbedingt. Hier, Bidase könnte. Könnte eventuell was werden, aber auch nicht wirklich, ne? So, und dann gehen wir mal wirklich auf das Bekannteste, was wir haben. Da haben wir einmal Sandisch, Vidra, Rev, Gulashi. Da ist nicht irgendwie was bei, wo ich sage, da müssen wir jetzt zuschlagen. Sonny Kittel eventuell vielleicht noch. Brauchen wir dann für Linksaußen, was wir haben im Bule und Konde? Ja, wir brauchen für Linksaußen was der und... Mbule, ja. Gehen wir mal mit ihnen in die Scouting-Abteilung. Einmal ihn hier scouten. Vielleicht ist er ja doch besser, als wir denken. Und den lieben Florian Kainz und Sonny Kittel machen wir auch beide. Wieder scouten, so alle aufnehmen und dann gehen wir nicht ins Team. Wir müssen erstmal hier unseren Verletzten auswechseln und dann machen wir Strudig natürlich rein und haben dafür einen. Oh Gott, wen können wir mitnehmen? Das ist die Frage. Wir haben keinen Ersatzspieler für die Innenverteidigung. Gehen wir in die zweite Mannschaft. Sieht da ist gut aus. Von Innenverteidiger her eher nicht. Dann können wir auch in die Jugend gehen und da haben wir einen. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus, Gosser. Ist aber auch nicht wirklich viel schwächer als die anderen. Steht für eine Woche in unserem ersten Kader. Perfekt. Und Gosser kommt dann mit für Heuer. Müssen wir halt hoffen, ne? Motivationslehrer können wir natürlich mitnehmen. Spieler gewinnen einen Motivationspunkt und wir gehen rein in das Spiel gegen Karlsruhe. Wir brauchen einen guten Punkt. Gebt euer Bestes. Wir sind ein bisschen stärker als Karlsruhe, deswegen hoffe ich, dass wir wirklich unser Bestes geben. Und unseren 7. Platz festigen oder vielleicht sogar noch ausbauen und nach vorne gehen. Come on, Jungs. 10 Minuten gespielt. Besser gesagt schon eine Viertelstunde. Und wir gehen langsam Richtung Schlussphase. Erste Halbzeit. Ja, offensiv sind wir nicht dabei. Aber Alan macht einfach das 1-0 in der 25. Genau da, wo ich sage, offensiv sind wir nicht wirklich dabei. Aber die Offensive ist auch nicht wirklich so. Die wechselt sich hier ab mit 3,5 und 4,0. Jasper van der Werf macht nochmal das 2-0. Und wir gehen mit einer soliden Führung in die Halbzeit. Obermeier ist auch nicht wirklich dabei. Aber wir bleiben erstmal. Genau so.
Und Alan wird auch noch gelobt. Assistent macht die Massagen. Lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Zweite Halbzeit erstmal unverändert. Jetzt kein frühes Gegentor. Am besten darauf ausbauen. Oder das hier schön verteidigen. Come on, Jungs. 59. Obermeier, Knauf kommt wieder rein. Und wir bringen Brunner für Platte. Doppelwechsel in der 60. Come on, wie sieht es mit Jungs aus? So, und der kommt auch nicht wirklich. Conte darf noch ein paar Minuten und Gregus kriegt auch ein paar in eine Pause. Und ja, wir geben vielleicht Gosser sein Debüt. Der kommt mit. In der 80. kann ich ihn einwechseln, kann er sein Debüt geben. Wir bringen das hier gerade gut runter. Und ja, Gosser hier für Stroh, nee, für Gagnon, der nicht so frisch ist. So, gibt er sein Debüt. Wir kassieren sogar von Schrodig, den ich runternehmen wollte erst, ne? Den Anschlusstreffer. Aber das nützt nichts mehr. Wir gewinnen hier mit 2 zu 1. Haben wieder ein Gegentor kassiert, aber diesmal 2 Tore geschossen. Bei 6 zu 4 Chancen. Ergebnisse, wir sind auf 6 hoch. Schon mal perfekt. Sind nur noch 3 Punkte hinter den Relegationsplätzen. Und nächstes Spiel müssen wir dann halt auch gegen Werder Bremen, die abgestiegen sind. Es werden sehr, sehr interessante Spiele. Spieltagsstatistik schauen wir mal. Von uns ist Van der Werf sogar dabei. Und Gnacknion, oder wie er ausgesprochen wird. Spieler des Tages ist aber Franz Rogow. G sagen wir dazu nur. Jetzt gegen die starken Bremer. Rein theoretisch gesehen, durch einen Sieg könnten wir sie einholen, an einen Punkt an sie vorbeiziehen. Und das müssen wir aber erstmal schaffen. Unser Jannis Heuer ist wieder dabei. Den können wir auch mitnehmen. Strudi geht runter, der ja kein so gutes Spiel gemacht hat. Ansgar Knauf kann wieder für Obermeier von Anfang an rein. Dir bleibt Tachi Platte. Brunner hat eine neue Erfahrungsstufe und das ist das Wichtigste, ne? Das ist die wichtigste Nachricht, die wir gekriegt haben. Wo steht sie? So, eine neue Erfahrungsstufe und das heißt, er hat eine Grundstärke von 73. Jetzt hat einen Marktwert von 8,3 Millionen dafür, dass wir ihn für 2,7 Millionen geholt haben von Kiel. Ja, es sieht gut aus. Wir haben ihn sogar nach Kiel geholt, ne? Kann das sein? Kann das wirklich sein, dass wir ihn nach Kiel geholt haben? 1.7.25. 17.8.25. Nee, wir haben den nach Kiel per Leihe geholt und die haben die Kaufoption gezogen. Und dann haben wir ihn gekauft nach Paderborn, also Paris Brunner. Let's go, du bist mein Mann in dieser Reise. So, Abwehr ist on fire, Hut alle gut dabei. Dann brauche ich auch jetzt nicht mit denen reden. Reden wir von Nürnberg oder 1860 mit denen und gehen hier. Aber nee, wir bleiben beim Einsatz und so. Alles so. Sturmtruppe ist Platte vorne drin. Und ja, oder wir machen das den hier. Den Dribbler vorne. Und aber Platte bleibt Sturmtank. Bloß hin nach hinten gezogen. So, gehen wir rein in die Partie gegen die Bremer. Let's go. Gebt euer Bestes. Ihr gebt einfach euer Bestes. 2-1 gegen Karlsruhe ist optimal und gegen Bremen kann ich mit einem Unentschieden leben. Die sind viel stärker als wir und die spielen um den Aufstieg mit. Geschätzter Platz sind sie Zweiter, also von der Mannschaftsstärke her. Da sind wir noch nicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen hinentwickeln für. Veljkovic mit der gelben Karte auf Gastgeberseite. Ist auch ein sehr ruhiger Start hier gerade in den ersten 20 Minuten. Wir gehen schon Richtung Halbzeit, aber Füllkrug macht uns nochmal den Rückstand rein. Ballert da noch einen rein, wie das 3 zu 2 gestern gegen Atletico. Ob er es genauso gemacht hat, glaube ich nicht, aber er macht das 3 zu 2 und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Tor, weil er hier auch den Doppelpack macht gegen uns in der 40. 2 zu 0, Duxch mit der Vorlage. Und wir gehen diesmal mit einem 2-0 Rückstand in die Halbzeit. Abwehr ist nicht so gut dabei. Okay, wir haben halt hier diese Abwehr nicht so an sich, ne? Und da haben wir eine 1,0. Heuer, die lobe ich. Und dann wird das Mittelfeld kritisiert, kritisiert, kritisiert und kritisiert. Oh Gott, mein Hals gerade kratzt. Macht es so, wie wir im Training einstudiert haben. Zweite Halbzeit. Wir gehen nochmal hier rein, öffnet Taktik und erhöhen den Einsatz und pressen früher. So, let's go. Zweite Halbzeit erstmal unverändert. Damit ist das Spiel auch vorbei. Stahlgeil mit dem 3 zu 0. Wir werden hier nicht mehr großartig was erreichen. Ich wünsche mir wenigstens noch ein Tor, dass wir in die Richtung gehen, dass
wir die Möglichkeit haben, hier auf, wie heißt, ohne Tordifferenz, miserable Tordifferenz in den nächsten Spieltag zu gehen. Und da ist Paris Brunner. Kommt rein und macht direkt sein Ding. Let's go, Junge. Let's go. Sehr wichtiges Tor. Elfmeter verschossen, Füllkrug. 4:1 wartet auf sich. Strodi kommt rein für Scheinberg einfach, komm. Das war mein letzter Wechsel. Mehr kann ich nicht machen. Wir gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit und wir verlieren das hier gegen Bremen. Klar, mit 3:1. Da kommt nichts mehr. Aber wir bleiben bei plus minus 0 Tordifferenz. Statistisch gesehen 11:2 Chancen für Krug. Natürlich Spieler des Spiels. Ergebnisse, wir bleiben aber auf 6. Sind aber wieder 4, sind 5 Punkte mittlerweile von Bremen entfernt. Ja. Ja, und wie gesagt, unsere Tordifferenz 11:11 Tore. Spieltagsstatistik. Nur Nürnberg. Wie hat Nürnberg denn gespielt, Alter? Nürnberg hat 6:1 Braunschweig weggefegt. Und ja, Spieler des Tages Manuel Winzheimer. GG, sagen wir das immer. Noch kurz ein Freundschaftsspiel reingeballert zwischendrin, damit sie ein bisschen in Form kommen. Wir geben auch den wichtigsten Spielern so eine kleine Pause und gucken, dass die sich hier halt ein bisschen aufbauen. Besonders hier ein Tachi ist eigentlich immer in einer guten Form. Brunner, wir nehmen mal den Sturmtank raus hier von Platte. Lassen mal Platte und Brunner zusammenspielen, weil Brunner, okay, der ist jetzt gerade in einer bestechenden Form. Förster. Obermeier, wir können hier, Bude ist halt Nationalmannschaft natürlich wieder unterwegs. Keitel ist wieder dabei, der kann nach ein paar Minuten spielen können. Ein paar Minuten spielen können, was laber ich eigentlich? Dann können wir hier Schusterwand wieder neben Elle spielen lassen. Spernie für Platte. Generell einfach mal durchtauschen. Knauf soll die Form kriegen. Dir auch. Abwehr sieht soweit ganz solide aus. Vanderwerf ist halt noch verletzt. Ja, Schari auch mit. Und dann gehen wir rein in dieses Spiel eben auf die Schnelle. Paar Punkte sammeln. Gebt euer Bestes. Schnelle Vorbereitung. Brunner direkt mit dem 1:0. Wird auch direkt zur Halbzeit ausgewechselt. Hier werden nur die guten Noten ausgewechselt. Strudi verletzt sich. Das ist natürlich sehr bitter. Aber auch nicht allzu schlimm. Die, die in Form sind, sollen bleiben. Die in Form sind, sollen rausgehen, damit sie eine gute Form mitnehmen. Da haben wir Paris Brunner. Tachi kommt dafür rein. Wir haben einen. Okay, dafür kann ich nicht auswechseln. Alan Gregos kommt dafür rein. Knauf, Obermeier kommt dafür rein. Zweite Halbzeit. Assistent übernimmt das. So haben wir uns das vorgestellt. Let's go. So, Tachi macht auch nochmal sein Ding. Tachi macht einen Doppelpack. Der hat Bock. Let's go. 5 zu 0 gewonnen. Perfektes Ergebnis. Der nächste harte Gegner mit Nürnberg. Nachdem wir 3:1 gegen Bremen verloren haben und im Freundschaftsspiel natürlich stark gespielt haben, müssen wir hier jetzt alles geben. Brunner und Tachi sind in der guten Form. Natürlich, dir, ja, Mbule ist wieder dabei. Just the One ist halbwegs in Form. Das ist unsere beste Mannschaft aktuell auf dem Platz. Ich habe versucht, gerade Florian Kainz zu verpflichten, aber ja, wie man sieht, direkt ist er nach Slowakei gewechselt. Wahrscheinlich, weil die ihm besser geboten haben oder wir einfach zu spät reingegangen sind. Und ja, deswegen lief es halt nicht so gut. Wir haben Interesse eines italienischen Serie C-Clubs bekommen. Aber ja, momentan läuft es gut in Paderborn und ich habe keinen Grund hier wegzugehen. Deshalb bleiben wir dabei. Wir gehen in die Teamdynamik, wollen mal mit den Jungs reden, mit denen wir noch nicht gesprochen haben. Einfach nur um zu schauen. Gib im Training alles, Obermeier. Denke, dass er sich noch verbessern kann. Gib im Training alles. Schallenberg. Sperni hat gut trainiert. Leipertz. Nein, nicht Leipertz. Gregos hat gut trainiert. So, dann haben wir hier. Dyer muss im Training alles geben. Zingerle hat gut trainiert. Appel, du hast gut trainiert. Förster, gib im Training alles. Konde, du hast gut trainiert. Yashari hat auch gut trainiert. Nicht Yashari. Oh Gott, was habe ich gesagt gerade eigentlich? Ich weiß es nicht. Die Mannschaftsführung findet großen Anklang. Natürlich, wir reden jede Folge mit jemandem. Und dann gehen wir auch direkt rein ins Spiel gegen Nürnberg und ich hoffe, dass es einfach besser läuft als gegen die Bremer. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Nein, gebt euer Bestes. Wir bleiben erstmal dabei. Das habe ich noch alles zu schnell. Wir gehen da wieder auf Normale. Da verletzt sich direkt Duau. Einen Wechsel mussten sie dadurch bedingt machen. Winzer mal auch mit der frühen gelben Karte.
Wir gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Dieses Mal ohne Gegentor oder Tor in den ersten Minuten. Und jetzt kassieren wir natürlich kurz vor der Halbzeit noch das 1:0, weil es ja sein muss, ne? Natürlich auch 2:0. Wieder Doppelpack, genauso wie gegen Bremer. Gegen diese Mannschaften da oben spielen wir einen Scheiß. Ehrlich. Wir gehen mit einem 2:0 in die Halbzeit. Einsatz erhöhen. Und Platte kommt rein. Alan, ich weiß nicht, Alan ist mein wichtigster Mann da auf dem Platz, deswegen will ich ihn lieber auf dem Platz behalten, anstatt ihn runterzunehmen. Abwehr läuft solide, wir motivieren den einen noch und motivieren auch nochmal Brunner. Assistent, ja, Halbzeitansprache, ich weiß, dass ihr es besser könnt, Jungs. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Deswegen ab in die zweite Halbzeit. Die restlichen Spieler aufwärmen. Jetzt Brunner und Platte. Seid das Duo, wie Füllkrug und Duxch gewesen sind für Bremen in der zweiten Liga. 66. Wir müssen auswechseln in Bule. Der kommt rein. Ja, für Brunner kann ich niemanden rauswechseln. Regros kommt rein. Schallenberg darf reinkommen. Und ja, kommt Ansgar Knauf. Der macht dein Ding. Unterstützt die Offensive. Unterstütze die Offensive, so wie du willst. Vielleicht bringt das ja was. Es sieht aber nicht danach aus. Wir gehen in die Schlussphase. 80. Letzten 10 Minuten laufen und wir machen dieses Mal kein Tor und damit sind wir bei minus 2 von der Differenz. Jetzt müsste nur noch der Schlusspfiff kommen. Nürnberg hat uns an die Wand gespielt. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Gut angefangen die Folge mit dem Sieg gegen Karlsruhe und dann kommen diese zwei Niederlagen. Ne? Schuranov wieder des Spiels. Wir fallen wieder auf 7 zurück. Spieltagsstatistik. Wir schauen. Von uns ist hier natürlich niemand dabei. Spieler des Tages ist Doddy. Luke Bacchio. GG. Mit den zwei Niederlagen in Serie läuft es gerade aktuell nicht so gut. Wir probieren erstmal ein bisschen anders, machen Platte von Anfang an rein. Ich meine, aber Brunner ist auf dieser Position am besten aufgehoben. Knauf darf wieder starten im Bule. Ja, der, okay, das macht keinen großen Unterschied. Der Einzige, der das spielen könnte, ist Conte und der wird auch jetzt mitkommen und darf dann da auch starten, auch wenn er nicht so stark ist. Die Abwehr sieht solide aus. Ja, das Ding ist halt wirklich nur das zentrale Mittelfeld, das macht nicht den Job, den man sich gerne wünschen würde, ne? Wir müssen hier jetzt gegen 1860 alles geben und dann kommt auch schon Heidenheim, was auch kein einfacher Gegner ist in der Liga. Ich meinte ja, Hertha ist solide da oben. Ja, okay, auch nicht wirklich solide, das sind auch immerhin nur noch 9 Punkte und wir sind erst am 10. Spieltag, ist noch alles offen nach oben hin. Aber ich meine, wenn wir am Ende der Saison diesen Platz hier halten oder in diese Richtung gehen, dann bin ich komplett zufrieden. Dann bin ich komplett zufrieden. Wir haben aber erneut ein Angebot eines italienischen Clubs, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Calcio Siena ist an Jaden interessiert. Ich glaube, wir gehen auch in die Verhandlung rein mit ihnen. Kann ja nicht schaden, da noch ein Backup zu haben. Hinzufügen. Option für den Spieler, Option für uns. 2%. Und wir geben dir 500.000 für 3 Jahre. Ist unzureichend. 500.000 für 3 Jahre und 200k auf die Hand. Das ist mein Angebot. Deutschland wird das nicht akzeptieren. Deutschland akzeptiert das nicht. Das ist eine große Zukunft, muss aber Geduld haben. Nee. Würde ich auch nicht akzeptieren. Ich meine, der ist verletzungsresistent. Okay, das ist aber auch schon Biest, ne? Du wirst in der Regel spielen. Das kann ich ihn. Wir können versuchen, ihn aufzubauen mit Embole. 3 Jahre. Passt schon, akzeptiert das nicht. Wie viel muss ich denen bieten? 470.000, 460, 450, 430.000, ja. Komm. 2,6 Millionen Mark wert. Damit kannst du arbeiten. Gegen 1860. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Ich meine, er ist ablösefrei. Wir können uns da nicht wirklich beschweren. Hier kommen natürlich immer wieder ein paar neue Spieler hinzu. Aber auch nicht wirklich so, wo wir sagen müssen, da schlagen wir zu. Ich meine, Torhüter sind das alles pure Erfahrung. Denn hier ist Sakai auch noch rechter Verteidiger, ne? Ist aber auch nicht mehr der schnellste.
Andrade, Mendes, Karabach, das sind alles eher ältere Herren. Und das bleibt auch dabei großartig, ne? Zentrales Mittelfeld. Adam Randall könnte ich eventuell noch hochziehen. Aber ist auch nicht mehr das wahre Hutchinson, Alter. Wieder scouten. Nimm ihn mal mit, Junge. Nimm ihn mal mit. Einfach mal was gucken, was der für eine Position spielen kann. Wenn er halbwegs eine ordentliche Position spielen kann, kann man ihn noch mitnehmen. Uzun. Offensives Mittelfeld kann aber nur offensiv. Das ist natürlich auch nicht so stark dann bei uns jetzt gerade in der Formation. Fabrice Hartmann. So. Spieler scouten. Was steht da? Die Ruhmeshalle aufnehmen. Hat er schon mal bei uns gespielt? Tatsache. Tatsache. Das wäre eine Rückholaktion. Das ist ja noch besser. Das wäre natürlich noch besser. Und dann haben wir noch hier Syed Naymar. Joan Gomez, rechts Ryan Fraser. Emre Mor, Alter. Auch noch so pure Erfahrung für rechts außen, ne? Kann ich auch noch mit leben. Aber alle ins Blickfeld aufnehmen, weil gerade habe ich ein paar aufgenommen und die sind alle verschwunden, weil sie danach nicht mehr bei mir in der Liste waren. Ist natürlich auch scheiße dann. So, wir gehen rein in das Spiel gegen 1860. Die Scout-Berichte kommen sowieso alles in der nächsten Folge. Das wird das letzte Spiel in der heutigen Folge und wir kämpfen um jeden Ball. Dieses Mal gibt es kein Wenn und Aber. Wir brauchen den zweiten Sieg im vierten Spiel, weil wir können jetzt keine drei Spiele in Folge verlieren. Sonst sieht es auch bei dem Vorstand ganz anders aus. Deswegen, let's go, Jungs. Gebt euer Bestes. Come on. 20 Minuten sind jetzt um. Vanderwerf mit der gelben Karte, aber einer guten Note. Ich meine, wir haben Strodig dabei. Ist zwar nicht das gleiche von der Gesamtstärke her, aber wir hoffen einfach mal, dass sie es halten. Strauch bei den Gastgebern auch mit der gelben Karte. Und wir gehen in die Schlussminuten. Boah, die letzten Male haben wir dann noch was kassiert, aber diesmal gehen wir mit den 0-0 in die Halbzeit. Das ist schon mal sehr gut. Keitel kommt wieder nicht ins Spiel. Der wird auch diesmal ausgewechselt, genauso wie Kondé. Mbude da von Anfang an rein. Sonst bleiben wir erstmal unverändert. Loben die guten Noten und motivieren mal hier Knauf und Gregos, da die Vierer in der Offensive. Halbzeitansprache. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding jetzt. Let's go, Jungs. Uns fehlt nur ein Tor und Knauf verletzt sich direkt zum Anfang. Besseren Start kann er nicht haben. Wird noch motiviert. Ja, geh raus, mach dein Ding und dann BAM! Verletzung, runter. Zwei Wechsel habe ich jetzt noch. Schallenberg auch mit der gelben Karte. Wir können es nicht riskieren. Schallenberg, ne. Ja, ne. Schusterwahn kommt rein für Gregus. Let's go. Tachi für Brunner. Die beiden von der Position her tauschen vielleicht. Platte, ich mach Platte einfach wieder als Sturmtank. Scheiß drauf. Als Zielspieler da vorne drin. 80. Minute. Und Jannis Heuer in der 84. Minute. Richmond Tachi mit der Vorlage. Guter Wechsel von mir, aber Heuer macht den wichtigen Siegestreffer. Oh, so wichtig dieses Tor. Damit gewinnen wir wieder nach zwei Niederlagen in Serie. Gelbe Karte wegen Meckerns gibt es natürlich zwei Tagessätze. Und statistisch gesehen 7 zu 4 Chancen. Sie haben uns ein bisschen an die Wand gespielt. Gagnon wieder mal Spieler des Spiels. Läuft bei uns Nürnberg wieder mal mit einem fulminanten Spiel. 5 zu 0 Sieg gegen Jahn Regensburg. Wir gehen wieder hoch auf die 6, sind weiterhin aber 6 Punkte von 3 entfernt. Aber mittlerweile auch nur 5 Punkte von Bremen und Hamburg. Also nach vorne geht die nächsten Spiele erstmal nicht, solange die weiterhin gewinnen. Ich meine, Hamburg, Bremen hat verloren gegen Sandhausen und wir müssen halt schauen. Die nächsten Spiele von uns sind halt gegen Heidenheim, die halt um den Abstieg spielen. Dann Regensburg, die auch da unten sind. Dann haben wir selber Braunschweig zu Gast, die auch eher unten sind und müssen dann gegen Hamburg. Also wir können rein theoretisch in den nächsten drei Spielen rankommen an Hamburg.
und sie dann selber überholen. Schwierig, schwierig, schwierig. Spieltagsstatistik schauen wir uns erstmal an und von uns ist natürlich Gnangnon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Joris. Wir bleiben einfach bei Joris. Joris in der Defensive und der macht einen soliden Job, der Junge. Da bin ich echt mit einverstanden, was der da in der Dreierkette reicht. Spielerstag ist aber Hauke Wahl, der Junge, der Innenverteidiger von Arminia Bielefeld. GG sagen wir dazu nur. Und deshalb, hier würde ich auch die heutige Folge beenden. Wie schon gesagt, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann gegen Heidenheim ran müssen und auch hoffentlich Hamburg überholen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Abo da und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass
Thank you.